Hey Mädels, bevor das Video anfängt, möchte ich euch etwas zeigen. Für die, die es noch nicht wissen, Lisha Lashes hat eine wunderschöne neue Verpackung. Und es gibt gerade ein Mega-Angebot auf Lisha.de. Der zweite Link in der Infobox. Nämlich gibt es ab jetzt 48 Stunden ein Angebot. Auf alle Lashes 20% und auf die Lisha Goldmasken sogar ganze 30%. Das nur 48 Stunden. Am Sonntag um 23.59 Uhr ist die Aktion beendet. Deswegen ganz schnell in die Infobox und auf lisha.de shoppen. Ein wunderschönes... Hey Leute, was geht ab? Lisha und Lou sind wieder am Start. Leute, es ist gerade original 3.55 Uhr. Ich war abgeschminkt, ich wollte mich hinlegen, wir chillen zusammen, dann gucken wir in die Trends und sehen, dass Jizzes ein neues Lied draußen hat, nämlich... Warum? Why? Und deswegen dachten wir, wir machen darauf schnell eine Live-Reaktion, bevor es zu spät ist oder wir es vergessen. Jetzt habe ich mich nochmal schnell fertig gemacht, weil ohne Schminke vor die Cam ist nicht, Leute, es soll kein Horrorvideo, sondern eine Live-Reaktion werden. Und wir quatschen nicht lange um den heißen Brei und hören uns den Track an. Ich bin sehr gespannt, Leute, was Jizzes da mal wieder so gezaubert hat. Bam. Ich schlaf in einem Bau und ich träumte von Geld. Ein Album später wach ich auf in einem neuen CL. Was ist passiert? Ja, ich hab paar Strafen kassiert. Man könnte sagen, fick mit mir, du hast die Straße in dir. Ich bin am Halluzinieren. Also sag mir, warum argumentieren? Sie sagen, Jizzes wie den Faden verliert. Doch ich tue nicht mal so, als ob mich das interessiert. Früher kaufte ich die Plätzchen noch einzeln. 50-50 Drecks mischen ein Game. Konnte mir nichts Besseres leisten. Heute mach ich Paper, hab ab jetzt meine eigenen. Brauch paar Batzen, aber kotze in die Bank. Denn ich hab wieder zu viel vor dir getan. Komm aus dem Backstage und sie klopfen uns an. Denn wir verlassen nie den Raum ohne ein Frost an der Wand. Jizzes, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nichts mit Niveau? Warum dies, warum das? Leute, was ist das für ein heftiger Beat? Leute, der Beat ist wirklich richtig krasser heftig. Beat und auch sein Flow auf diesem Beat gefällt mir hier extrem. Und auch wie das aufgebaut ist, so wie in der Bronx in Amerika. Ja, der ist in Amerika. Ich sag wie in der Bronx, ich weiß ja nicht, ob er in der Bronx ist. Ich hab das Gefühl, dass er sich ein bisschen da einfügen will und das finde ich echt geil. Warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Sie fragen, Jizzes, warum bist du nur so? Warum gibst du dir die Kante? Warum bist du auf Koks? Warum dies, warum das, warum für keinen Interesse? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Warum immer diese Fragen, die mich nicht interessieren? Früher lief ich durch die Straßen, hatte nichts zu verlieren. Ich war ein bisschen frustriert und nicht so diszipliniert. Jetzt riss mir Deutschland aus der Hand, als wären sie hypnotisiert. Musste mich niemals verstellen, denn ich war niemals ein Blender. Bin so authentisch, selbst im Fernsehrollen ist Jizzes der Gangster. Im Knast haben wir geträumt, wir rauchen Season am Fenster. Ich hab damals schon versprochen, dass ich mich niemals selber. Heute kann ich machen, was ich will und selbst die Soko ist jetzt still. Wollen keinen Stress, weil sie meinen, dass ich hochentzündlich bin. Press den Motor bis ans Limit, trag die Faken nicht mal ein. Häng mit Jungs, die nicht lang fucken, sondern Messerstich. Leute, krass, obwohl das wieder so ein richtiger Gangster-Rap, Gangster-Shit ist, fühle ich das extrem. Ich weiß nicht, ich gehe voll auf den Beat ab. Der Beat gefällt mir extrem. Und so wie er rappt, der ist so verrückt, der Typ. Und das merkt man auch in seiner Musik. Ich find's heftig. Ich find's wirklich heftig. Aber er erzählt auch in seiner Mucke, was er früher gemacht hat, was er sich nicht leisten konnte und was er sich heute leisten kann. Also man warum merkt, dass es auf Koks reale Worte sind. Und ich finde, diesmal ist es ganz anders. Es ist ganz amerikanisch gestaltet. Ich find's und deswegen finde ich richtig gut. Spannend. Warum immer diese Sachen, aber nix mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Sie fragen, Jizzes, warum bist du nur so? Warum bist du hier die Kante? Warum bist du auf Koks? Warum dies, warum das, warum für keinen Interesse? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Ich ließ schlafen im Bau und ich träumte von Geld. Ein Album später wach ich auf in deinem neuen CL. Was ist passiert? Ja, ich hab paar Strafen kassiert. Man könnte sagen, fick mit mir, du hast die Straße in dir. Ich bin am Hallo.
darum argumentiert. Sie sagen, Jesus nie den Faden verliert. Doch ich tue nicht mal so, als ob mich das interessiert. We deal with being black every day. Heftig. Mal, es hört sich wirklich an wie etwas aus Amerika. Das kann man doch nicht mehr Deutschrap nennen. Warum hältst du nicht einfach die Fresse? Und ich find's richtig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich feiere das heftig, obwohl das eigentlich gar nichts für Frauen ist. Was ich mir gewünscht hätte und gedacht hätte, was da drin ist, ich dachte. War da. Ich dachte, irgendein Amerikaner oder so wird da mitmachen. Also aber dann ein bisschen hättest du ja einen Feed gesehen. Eben, aber manchmal halt nicht, wenn es nur kleine Parts sind. Das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht. Aber er ist schon sehr auf der richtigen Spur Richtung Amerika. Richtig, und ich finde es genau. Heftig. Hören wir mal Fall. Bis zum Schluss. Also sag mir, warum argumentieren? Sie sagen, boah. Jesus nie den Faden verliert. Doch ich tue nicht mal so, als ob mich das interessiert. We deal with being black every day, fucking up. Sie fragen, Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nix mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Ja, manchmal denke ich mir auch, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Davon gibt es so einige Patienten da draußen, ja, wo man sich das manchmal denkt. Leute, richtig gelungen der Track, finde ich. Auf jeden Fall, Leute. Richtig es war gelungen. Richtig Hammer. Davon wünsche ich mir echt noch mehr von dem. Am Anfang war es ja nicht so mein Ding, aber der ändert sich immer echt mehr. Krass, ja, wirklich. Mann. Leute, und er ist so schnell auf Trends Platz 2. Ich hoffe, er geht noch auf Platz 1. Da ist nämlich dieser dämliche High-Film, der da überhaupt nicht hingehört. Und Jesus, bitte klickt das Video, Leute, macht alles, dass das auf die Platz 1, auf die Trends Platz 1 kommt. Da gehört das hin. Brava. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Wir haben euch mega da lieb und sagen, baba, beautiful.